Guten Abend und natürlich herzlich willkommen bei JFD Brokers zu unserem nächsten Webinar. Jetzt muss ich mal kurz dieses Echo hier beseitigen, aber jetzt haben wir es auch raus und damit sollte auch hier soweit erstmal technisch wieder alles stimmen. Ja, heute am 13. Juni 2017, fast das erste halbe Jahr ist nun schon vorüber. Oder man könnte auch sagen, ein halbes Jahr Trump noch dazu. Aber all das sind natürlich nicht wirklich die Themen heute, sondern wir machen heute mal vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich Börse und Statistik. Mir ist schon klar. Irgendwo, sobald man schon das Wort Statistik hört, geht wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Lampe an und sagt, oh, Langeweile droht. Ja und nein, sage ich mal gleich vorneweg, weil ich hoffe, ich kann euch heute hier mal einige zusätzliche Einblicke geben, was halt auch an der Börse bewegt wird oder beziehungsweise wie es sich dort bewegt. Und genau solche Fragen können wir nämlich dann auch statistisch uns ein bisschen anschauen und überhaupt mal ein bisschen fragen. Ja, wie zufällig ist zum Beispiel Börse? Und all solche Themen lassen sich sehr gut auch analytisch beleuchten. Und das habe ich natürlich heute ein bisschen vor. Ich kann auch schon gleich dabei sagen, es fällt auch das ein oder andere unmittelbar fürs Traden, also auch selbst für das diskretionäre Traden, also das Traden aus der Chartanalyse heraus, direkt ab, weil wir werden direkt aus der Statistik sehen, wo zum Beispiel Stop-Losse, Take-Profits überhaupt hingehören, je nachdem, auf welchem Timeframe man unterwegs ist. Das kann man ziemlich allgemein auch beantworten. Und das sind natürlich dann alles Dinge, die heute eine Rolle spielen. Ich glaube, ich sollte nochmal sagen, wer eigentlich redet. Stefan Wojciechowski. Aber das war, glaube ich, klar. Steht auch hier auf der ersten Folie. Und schon mal vorweg, wer also hier auch direkt noch Kontakt mit mir aufnehmen möchte, was schon einige gemacht haben, gerne auch direkt wechselt direkt zum Du. Also einfach ein Stefan reicht da allemal aus. E-Mail-Adresse steht hier auch nochmal. Ansonsten auch einfach beim Support von JFD melden. Gleiches gilt, wenn ihr mal Schwierigkeiten habt, die Aufzeichnungen davon wiederzufinden und und. Alles ist vorhanden, alles auf dem YouTube-Channel von JFD. Soweit das mal alles vorneweg. Zwei Sachen noch zusätzlich vorneweg. Das eine, wie immer, habe ich die Folien schon hochgeladen. Das heißt, ihr könnt die in dem Go-To-Webinar-Control-Panel auch direkt schon wieder runterladen. Wer einfach die Folien auch noch direkt haben möchte. Und im Laufe des Webinars zeige ich noch wieder, glaube ich, in Summe drei Excel-Sheets. Also auch da gilt einfach eine kurze E-Mail an mich und ich leite die natürlich gerne weiter. Das war die eine Vorbemerkung. Die andere Vorbemerkung, ihr kennt es. Diese Folie einmal kurz natürlich gezeigt. Auch wenn wir heute tatsächlich nicht über einen unmittelbaren Trading-Ansatz reden. Also heute im Gegensatz zu den letzten paar Webinaren kommt nicht direkt hinten eine Trading-Strategie heraus. Wie immer gilt dennoch der Hinweis, ihr tradet wie immer in eurem eigenen Konto und natürlich auf eigene Verantwortung. Also, auch der Satz sei gesagt, gehen wir gleich mal ins Thema. Was machen wir denn heute? Ich möchte ein bisschen auch grundsätzliche Betrachtungen machen zu unserem Überbegriff Börse und Statistik. Und da mal ein paar einleitende Worte auch zu machen. Dann will ich aber auch schon relativ schnell mal übergehen. Ja, Zufälligkeit von Börsen, Börsenkursen. Das hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört. Da gibt es ganze Fraktionen, die nennen sich dann die Random Walk-Fraktion der Börse. Was das soll, auch dazu natürlich nachher ein paar Worte mehr. Und in der Tat müssen wir feststellen, dass viel an dem, was wir an der Börse beobachten, reichlich zufällig ist. Die genauen Motivationen für den Kurs, warum der jetzt gerade hoch und runter geht, will ich hier gar nicht erläutern und ich will auch nicht auf News und sonst was eingehen und schon gar nicht auf irgendwelche fundamentalen Betrachtungen, ob jetzt der Euro gegenüber dem US-Dollar stark oder schwach wird. Ihr kennt es alle. Ihr sitzt vorm Rechner, ihr guckt euch Charts an und ihr seht dieses rauf und runter an der Börse. Und natürlich stellt man im Nachhinein, oh Mann, da oben hätte ich mal Short gehen sollen und. Aber sind wir ehrlich, das wäre schön einfach, wenn es so einfach tatsächlich gehen würde. Das heißt, wir müssen uns mal tatsächlich genauer damit auseinandersetzen, was denn da so wie hin und her wackelt und wie man so etwas eigentlich auch beschreiben kann. Und das führt uns dann relativ schnell auch zu der Frage, die auch wirklich ganz allgemein und fundamental fürs Traden sehr, sehr wichtig ist, nämlich,
Wie weit bewegt sich ein Underlying typischerweise in einer bestimmten Zeit? Das ist, auch wenn ich nachher natürlich statistische Antworten gebe, sehr interessant genauer zu wissen, weil man immer hier Trades eingeht und Stop-Losse und Take-Profits setzt, geht es immer viel auch um die Frage, ist mein Take-Profit auch in der anvisierten Zeit, die ich für diesen Trade zugrunde lege, überhaupt erreichbar? Normalerweise. Natürlich kann der Kurs gleich nach oben schießen und ich habe einen Long Trade und obwohl mein Take Profit ewig weit weg ist, bumm, habe ich ihn erreicht. Schön. Das ist allerdings eine Ausnahme. Hier geht es mehr um die 99% aller Trades und nicht diese 1% Ausnahme. Da werde ich gerade noch gefragt, weil das vielleicht passt sogar schon gerade hier rein. Ist Scalping verboten in Deutschland? Nein, absolut nicht. Also wir können auf jedem Timeframe arbeiten. Ihr könnt gerne im Millisekundentakt eure Trades absetzen, rauf und runter. Also es ist weder in Deutschland verboten noch beim Broker JFD. Es gibt in der Tat Broker, die was dagegen haben und die dann so Timeouts einführen. Aber passiert alles auf jeden Fall nicht bei JFD. Keine Sorge. Also, auch für die Scalper sind hier richtig gut aufgehoben. Kommt noch der Hinweis, das steht in Wikipedia. Ich hoffe, also da irrt sich auf jeden Fall der Autor. So viel ist sicher. Ich will aber auch schließlich nachher die Überleitung machen zu den von den Börsenkursen und den Beobachtungen, die wir da machen. Wir können nämlich fast die gleichen Beobachtungen für Trading-Accounts machen. Und das Schöne ist, dass wir Trading-Accounts, also auch unsere eigenen, durchaus genauso statistisch angehen und beschreiben können, wie ähnlich, wie wir es auch mit den Börsenkursen selbst machen. Dann wird es natürlich schon mal interessant, auch zu fragen, naja, was sind denn da überhaupt die richtigen Kennzahlen, wenn ich so einen Trading-Account beschreibe, vielleicht auch meinen eigenen? Und was kann ich da für Ableitungen draus ziehen? Und das ist sehr, sehr wichtig. Das kann ich gleich sagen, weil jeder, der schon mal die ersten 100 Trades gemacht hat, fragt sich immer wieder, hey, bin ich eigentlich noch im Rahmen dessen, was hier möglich ist? Und ist vielleicht mein Trading-Account einfach nur dumm gelaufen? Also dumm gelaufen im Sinne von, ich habe eine schöne Strategie, aber irgendwie läuft es gerade nicht. Und ist das dann noch normal, was da gerade passiert in meinem Trading-Account? Da kann man ganz leicht auch mal Vergleiche durchführen. Und das machen wir einfach visuell, um mal zu sehen, was es eigentlich heißt, auf einen Trading-Account zu gucken, wenn man das auch wieder aus der mehr statistischen Brille heraus macht. Soweit mal auch die Topics für heute. Also ist auf jeden Fall was Spannendes dabei. Zumindest wer heute nicht erwartet, dass ich die wilden Chartbesprechungen mache. Machen wir nicht. Kurz noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen einfach zu diesem Thema Börse und Statistik, schwieriges Wort und ich muss es heute bestimmt noch 100 Mal sagen. Gibt es da einen Zusammenhang? Und wenn wir mal ehrlich sind, die spontane erste Antwort natürlich überhaupt nicht. Da kann es keinen Zusammenhang geben. Warum nicht? Naja, es gibt einen Mechanismus, der zum Preis führt. Und ohne ein BWL-Studium kann man, glaube ich, diese Aussagen dennoch leicht nachvollziehen und auch einfach nur unterschreiben. Ja, so ein Preis, der entsteht einfach durch Angebot und Nachfrage. Oder noch anders ausgedrückt, wenn man ganz genau in Börsenkurse im sogenannten Level 2 reinschaut, wo man tatsächlich auch die ganzen Order preislich gestaffelt sehen kann. Was passiert an der Börse? Ist es eigentlich so eine Art Matching von Kauf- und Verkaufsordern im Orderbuch? Es gibt mal irgendwo jemand, der will zu einem bestimmten Preis verkaufen und irgendjemand, der es dann zum Beispiel dann kauft. Und naja, und so wie das normale Geschäft selbst auf dem Jahrmarkt oder auf dem Wochenmarkt, zumindest mal mehr noch in früheren Zeiten, es ist Angebot und Nachfrage und das bestimmt dann schließlich und endlich den Preis. Es kommt einem zwar, weil wenn man über Euro, US-Dollar redet, immer ein bisschen komisch vor, aber de facto ist es nichts anderes. Also kann da eigentlich überhaupt nichts Zufälliges drin sein, weil wer steckt denn dahinter? Naja gut, zum einen stehen mittlerweile hinter vielen Ordern zwar Computer, aber mindestens sind sie noch von Menschen programmiert oder es stehen halt reale Marktteilnehmer dahinter. Und diese Marktteilnehmer, naja, die handeln einfach unabhängig,
zumindest zum großen Teil. Und das unterstellen wir mal jedem Marktteilnehmer, nämlich rational. Und selbst wenn das vielleicht auch manchmal irrationale Komponenten hat, und da will ich mich selber auch überhaupt nicht ausschließen, und ihr werdet wahrscheinlich auch sagen können, oh mein Gott, ja, so manchen irrationalen Trade, den habe ich auch locker hinter mir. Aber sei es drum. Das heißt, es stehen Absichten hinter den Trades, welcher Art auch immer, und das Ganze passiert völlig durchdacht und logisch. Also wo soll da jetzt da der Zufall herkommen? Irgendwo gibt es doch gar keinen Grund. Aber es gibt ein großes Aber. Wir schauen uns nämlich gleich mal die Kursverläufe genauer an und werden feststellen, dass man die sehr, sehr gut, und zwar zu großen Teilen, mit dem sogenannten Random Walk vergleichen kann. Kurz mal definiert, was Random Walk eigentlich ist. Also in einem Klassiker, leicht und schnell beschrieben, ist es einfach so, ihr stellt euch irgendwo hin und dann würfelt ihr Kopf oder Zahl und dann macht ihr entweder einen Schritt vorwärts oder einen Schritt rückwärts. Also ihr einigt euch einmal darauf, was Kopf und was Zahl ist. Naja, und jetzt wiederholt ihr das und wiederholt es. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euch natürlich im Mittel vom Ursprung wegbewegen und das Ganze geht halt vorwärts, rückwärts, wie auch immer. Manchmal ist es auch wird's gerne beschrieben als der Weg eines Betrunkenen. Dann wäre es aber eher der Random Walker und der gerade ein bisschen zu viel rumgetrunken hat. Aber alles läuft immer darauf hinaus, es ist eine Zufallsentscheidung. Ich mache einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück. Und so ähnlich können wir uns auch mit den Börsenkursen vorstellen. Wir machen entweder einen Schritt hoch oder einen Schritt runter. Das ist anschließend das, was wir im Chart halt uns angucken. Und in der Tat wird es da gleich ganz, ganz viele ähnliche Übereinstimmungen geben. Und die zweite Antwort, warum ich sage, hey, das Ganze hat doch verdammt viel miteinander zu tun, Börse und Statistik, ja, es sind genauso die Trading-Accounts. Denkt einfach mal, ihr macht halt Trades. Und ich mache es mir mal eben einfach. Ihr macht Verlusttrades, ihr macht Gewinntrades. Das ist so ähnlich wie dieser Schritt nach vorne oder Schritt nach zurück. Meinetwegen können wir das auch mit dem Random Walk vergleichen, der vielleicht immer nur, also wenn er einen Gewinntrade macht, geht er halt 3 Schritte nach vorne. Und wenn er einen Verlusttrade macht, weil er immer genau ein R ist, macht er dann halt 1 Schritt wieder zurück. Klingt auch genauso nach diesem Random Walk. Und es geht natürlich dann schließlich und endlich um sowas wie Trefferquote, um zu entscheiden, kommen wir jetzt in der Summe vorwärts, also nach Norden mit unserem Kontostand, oder nach Süden. Das heißt, auch da eignet sich bereits dieses Grundkonzept der Zufälligkeit ebenfalls. Jetzt will ich natürlich keinem von euren Trading-Accounts die reine Zufälligkeit unterstellen, um Gottes Willen. Aber in der Beschreibung geht das schon sehr gut. Um jetzt noch mal ein bisschen Charts zu zeigen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier mal einmal groß mache, dass man, das mache ich ganz kurz. Ich sage euch auch, warum ich das nur kurz mache, weil ich so mein Go-to-Webinar-Control-Panel nicht mehr sehe. Das heißt, wenn jetzt gerade irgendeine Frage reinkomme, dann sehe ich sie nicht. Was möchte ich mal hier motivieren? Ich habe hier 3 Charts und hier kommt gleich die Preisfrage. Das sind alles 3 Euro US-Dollar. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich leider die Achsen weggemacht. Ich habe sowohl die Zeitachse als auch die Preisachse weggemacht. Also ich habe die Bilder einfach so ausgeschnitten, dass sie nicht zu sehen sind. Und was ich euch sagen kann, ist alles 3 Euro US-Dollar. Und es sind schlicht und ergreifend nur 3 verschiedene Timeframes. Eins von denen ist auf M5-Basis, eins von denen ist auf H1-Basis und eins von denen ist auf D1-Basis. Naja, jetzt machen wir mal kurz vielleicht hier eine schnelle Umfrage. Ich nenne mal eben den hier die 1, wo jetzt gerade mein Cursor ist, den hier die 2, wo jetzt mein Cursor ist und den dritten hier unten nennen wir mal 3. Preisfrage, schreibt mal auf. Welcher Chart ist welcher? Welches ist ein D1, welches ist ein H1 und welches ist ein M5-Chart? Ich lasse noch mal kurz ein bisschen hier auf uns wirken und noch kann ich ohnehin keine Antworten sehen, weil wie gesagt, wenn ich auf Vollbildmodus wechsle, dann sehe ich die Beiträge nicht mehr, die geschrieben werden.
Ich fange aber mal, bevor ich schon da vielleicht die ersten Antworten gerade einpurzeln, was man, glaube ich, unschwer sofort erkennen kann, ist dann schwer zu erkennen. Natürlich sehen wir hier Kerzen und ihr erkennt noch so gerade auch die roten und grünen Kerzen. Wir sehen, dass sie Lunte und Dochte haben, aber auch da wird es schwer. Kommen lange Lunten vor, lange Dochte vor, wie jetzt beispielsweise hier. Aber natürlich kommt es hier unten auch vor und hier oben auch. Ja, also daran kann man es irgendwie auch nicht so richtig festmachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier sehen, ist ein Ausdruck dieser Zufälligkeit. Und mathematisch betrachtet ist es eher eine andere Eigenschaft und die nennt man übrigens Selbstähnlichkeit. Das heißt, egal wie man reinzoomt, darauf läuft es immer hinaus, egal mit welcher Lupe man auf den Chart guckt, solange wir nicht wirklich unten die X- und die Y-Achse haben, wenn wir nicht erkennen können, auf welchem Timeframe wir hier unterwegs sind. Und das ist irgendwie gleichzeitig, also einerseits finde ich immer erstaunlich und andererseits auch irgendwie bedauerlich, weil da reden wir immer von unseren Timeframes und glauben, dass sie bestimmte Logiken haben und stellen jetzt hier nur fest, irgendwie sieht das alles gleich aus. Trends übrigens kommen in jedem dieser Charts vor, Umkehrpunkte, alles. Also alles, was man über Charttechnik gelernt hat, kommt logischerweise in allen vor, aber hilft uns auch nicht, um den Timeframe zu erkennen. Das heißt, diese ganzen Verläufe sind wahnsinnig ähnlich. Das ist eine Eigenschaft, also die sogenannte Selbstähnlichkeit, und die führt auch noch auf andere Begrifflichkeiten, die, sagen wir mal, nur kurz erwähnt, das sind die sogenannten Fraktale, da gibt es auch ein Musterbeispiel für. Das ist nämlich, wenn man sich die Küstenlinie von einem Land anguckt, also meinetwegen Norwegen, einfach die Linie Wasser, Land, dann ist auch diese Linie eine selbstähnliche Linie. Also wenn man jetzt zwar mit dem Satellitenbild drauf guckt, dann hat man vielleicht noch den Hinweis mit irgendwelchen Bäumen und sonst was. Aber wenn man das mal alles beiseite lässt, wird man nie die Skala entscheiden, mit der das Bild gemacht ist. So, jetzt nehme ich mal wieder den Vollbildmodus weg und schau mal ein bisschen auf die Antworten. Also, der Erste sagt oben links D1, dann M5, die 2 und dann H1, die 3. Und dann Nummer 1 M5, also der hier. Und dann kriege ich noch ganz viele Grinse-Bildchen, auch schön, genau. Erster M5, dann D1, dann M1. Okay, M1 hatte ich gar nicht dabei, aber sei es, habe ich auch kurz verwechselt. Also, ich löse es auch mal gleich auf. Also, es ist ganz einfach, es ist in der Reihenfolge der Zeiten, allerdings von oben nach unten. D1, H1, M5. Also, der links oben ist D1, dann kommt H1 und dann kommt M5. Aber ich will kein Geheimnis, sondern ich weiß es nur, weil ich die Bilder ja selbst gemacht hatte und als ich sie gemacht hatte, hatte ich ja noch eine Skala. Also, ihr könnt es in Wahrheit nicht erkennen. Hätte, selbst wenn jetzt hier jemand per Zufall die richtige Antwort gegeben hätte, hätte ich das in der Tat jetzt nicht so ohne weiteres geglaubt, dass man es wirklich real erkennen kann. Aber das ist eine ganz wichtige Konsequenz. Wir haben dieses Rumgeier auf allen Zeitebenen und wir sind noch nicht mal in der Lage, die Skala des Chartes zu erkennen, solange wenn wir die Achsen nicht haben. Gut. Ist natürlich eine theoretische Übung. Wir haben im normalen Chart immer eine Achse. Also insofern, da stellt sich die Frage nicht. Aber ich will auf die Selbstähnlichkeit hinaus. Und Selbstähnlichkeit ist eine Eigenschaft auch vom Random Walk. Und das mal ein bisschen genauer betrachtet, führt hier zu einer nächsten Auswertung. Ich will dir kurz beschreiben, was ich eigentlich gemacht habe. Also dazu einfach gehe ich sogar mal eben in den Chart hinein. Ich nehme mal irgendeinen Chart und mache den mal gerade hier ein bisschen größer. Und ich bin einfach hier irgendwo in die Vergangenheit, also genau genommen bin ich hier da für das Beispiel mal ein Jahr in die Vergangenheit gegangen und ich weiß nicht mehr, welche Grundtimeframe ich genommen habe. Aber ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich habe das Ende einer Kerze mir angeguckt. Okay, sagen wir mal diese hier. Und dann habe ich gefragt, von dieser Kerze aus, wie weit weg ist der Close-Kurs der nächsten Kerze? Also eine Kerze weiter, zwei Kerzen weiter, drei Kerzen weiter und so weiter. Und habe das Ganze in einem bestimmten Zeitraster, also bis in eine bestimmte Zukunft geschaut, wie weit kommt
der Kurs ausgehend von einem bestimmten Betrachtungspunkt. Und ehrlich gesagt habe ich danach den Mittelwert über alles gebildet. Das heißt, ich habe dann auch diese Kerze als Ausgangspunkt genommen und die nächste Kerze als Ausgangspunkt genommen und habe immer gefragt, wie weit, und habe das einfach in verschiedenen Maßeinheiten mal gemacht, nämlich sowohl absolut als auch prozentual, weil spätestens, wenn wir auf den DAX gehen wollen, wenn wir das langfristig uns angucken, müssten wir auf jeden Fall prozentual werden. Innerhalb eines Jahres ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Aber es geht um die Frage, wie weit kommt der Preis innerhalb einer variablen Zeitspanne? Also nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einer Stunde, nach 10 Stunden und so weiter und so fort. Ihr merkt allerdings, ich habe die Frage gestellt, wie weit kommt der Preis? Das heißt im Umkehrschluss, das Vorzeichen war mir egal. Ich habe nicht gefragt, geht es jetzt hier in Summe hoch oder runter? Nee, es geht hier um die Entfernung. Das ist so ähnlich wie eingangs, als ich erwähnt hatte, wie der Random Walk funktioniert. Da fragt man jetzt auch nicht, ob man jetzt eigentlich in Summe nach vorne oder nach hinten gelaufen ist, sondern wie weit bin ich von meinem Ursprung weggekommen? Jetzt gehen wir mal schnell wieder zurück in den Chart hier. Der ist nämlich sehr interessant. Also, die absolute Kursänderung. Was nicht anderes heißt, wie weit ist der Kurs gekommen? Nach 1 Minute, 2 Minuten und so weiter. Und man ahnt, dass hier in Wahrheit so Zweierpotenzen sind. Also ich habe hier mal bis 1000 Minuten nach vorne geguckt. Also war mein Ursprung mal ein Minutenchart. Und logisch, je weiter ich wegschaue, also zeitlich, desto weiter komme ich natürlich auch preislich. Gut, ist nicht überraschend. Dass, wenn man nur länger wartet, dann kann ich auch mit mehr Kursänderung rechnen. Das ist natürlich eine triviale Feststellung. Aber ich habe da schon mal gleich noch eine Linie reingemalt. Und diese Linie ist hier unten, das ist einfach mit Excel reingemacht, ein sogenanntes Potenzgesetz. Und was hier interessant ist, ist der Exponent. Der Exponent ist hier ziemlich nah bei 0,5. Oder anders ausgedrückt, es ist ein Wurzel-T-Verhalten. Jetzt wird es wirklich gerade mathematisch abstrakt. Ich hoffe, ihr schaltet nicht gleich alle ab. Aber was heißt das? Das heißt, wenn ich meine Zeit verdoppel, ist der Kurs Wurzel zweimal so weit weg, also 1,41-fach so weit gekommen. Soll heißen, wenn ich jetzt mal an Trades denke und ich verdoppel mein Kursziel, also mein Take-Profit, dann muss ich im Schnitt davon ausgehen, dass ich viermal so lange warten muss, damit das erreicht wird. Wegen dem Wurzel-T-Verhalten. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt mein, wenn ich normalerweise gewohnt bin, zum Beispiel ein Trade so anzulegen, dass er typischerweise nach 4 Stunden beendet wird. Wenn ich jetzt meine Timeframe wechsle und gehe auf D1, von 4 Stunden auf D1 macht 24 Stunden, ist die 6-mal so viel Zeit. Also kann ich Wurzel 6, habe ich jetzt nicht ganz parat, wie viel das ist, irgendwie 2,8 oder sowas, meine Kursziele ändern. Und das ist universell. Dieses Gesetz, diese Wurzelförmigkeit, die finden wir rauf und runter. Ich werde das nachher nochmal in einem Chart gleich für 21 Währungspaare gleichzeitig zeigen. Das Ganze hat tatsächlich wahnsinnig viel mit Statistik zu tun. Es ist nämlich das reine Wurzel-T-Gesetz, also dass bei zeitlicher Verdopplung man Wurzel 2, also Faktor 1,41 weiter wegkommt. Das ist das Random Walk-Gesetz schlechthin. Gilt auch übrigens für Diffusionsprozesse und und. Also ist ein sehr, sehr universelles Naturgesetz. Jetzt habe ich allerdings hier den Euro-US-Dollar untersucht. Und wir fragen uns natürlich immer, was motiviert die ganzen Bewegungen? Ich sage es mal umgekehrt. Vieles von dem, was wir finden, und nichts anderes sagt diese Auswertung, kann man durch Zufälligkeit sehr gut beschreiben. Und gleich ein Satz hinterher. Zufälligkeit kann man durch keinen Ansatz der Welt überlisten.
Jetzt ist es allerdings zum Glück so, und es ist ja nicht das erste Webinar mittlerweile hier auf JFD-Kanal. Wir haben schon ein paar Strategien gemacht und ich habe jedes Mal den Hinweis gemacht. Die jeweilige Strategie hatte deshalb ihre Daseinsberechtigung, weil sie eine Abweichung des Zufalls darstellt. Auch selbst hier ist eine kleine Abweichung da. Dieser Exponent in diesem Potenzgesetz ist nicht 0,5. Er ist 0,53 an dieser Stelle. Also hier finden wir schon die erste Abweichung von der Zufälligkeit. Das ist verdammt gut, dass es sie diese gibt. Aber auch trotzdem noch ein kurzer Hinweis: Das, was wir hier sehen, hat unmittelbare Konsequenzen für Stop-Losse, Take-Profits. Allein aufgrund dieses ganz einfachen Wurzel-T-Gesetz. Zeit verdoppelt, macht den Preis nur mit einem Faktor 1,41. Kleines anderes Beispiel. S&P 500. Absolut gleiche Analyse. Auch ein Jahr lang Kursdaten auf M1-Basis. Nur, dass wir jetzt einen Index untersuchen. Also in dem Fall S&P 500. Deutlich anderer Exponent. Und was für einer? Nämlich ein größerer. Also er geht in Richtung 1. Stellen wir uns mal kurz vor, was eine 1 eigentlich bedeuten würde. Eine 1 ist genau, wenn wir einen perfekt linearen Abschnitt mal gerade haben im Kursverlauf. Also Zeit verdoppeln macht Preis verdoppelt, also die Preisbewegung. Das ist natürlich der perfekte Trend. Also kriegen wir hier einen Hinweis, dass ein solcher Index wie der S&P 500 sich trendiger verhält. Also er hat Phasen, die sauberer im Sinne eines Trends. Und Trends ist jetzt hier eine lineare Kursänderung. Und das kann man sogar wieder statistisch hier sehen. Auch wieder sehr, sehr interessanter Rückschluss. Das heißt, wer jetzt insbesondere Trends handeln will, ist vielleicht mit den Forex-Paaren, insbesondere auf kleinen Zeitebenen, nicht so gut aufgehoben. Gerade auf kleinen Zeitebenen, weil dann schlägt diese ganze Statistik des Wurzel-T-Gesetzes komplett zu. Wenn wir dann auf höhere Zeitebenen kommen, verlassen wir immer mehr, also wir gehen hier immer weiter weg, dann verlassen wir immer mehr diese Zufälligkeit. Und das ist unsere Chance wieder als Trader. Immer diese Abweichung vom Zufall ist unsere Chance als Trader. Das habe ich gesagt. Jetzt gucken wir uns das trotzdem mal einmal für alle Forex-Paare an und können nochmal zusätzlich sehr interessante Rückstellungen oder Rückschlüsse ziehen. Was ihr hier in diesem Monster-Chart habt, sind wieder diese Kursbewegungen. Und ihr seht mittlerweile schon selber, glaube ich, mit bloßem Auge dieses nahezu Wurzel-T-Verhalten. Und das Ganze kann man auch sehr schön einfach mal mathematisch kurz noch zeigen, wie sauber diese Gesetze hier sind, wenn man das Ganze mal kurz in der doppellogarithmischen Auftragung darstellt, dann werden nämlich aus den Verläufen Geraden, wie man ja auch unschön deshalb, weil in ihrer Konsequenz, wie man hier also auch sehr sauber erkennt. Aber es gibt gleich noch eine zweite Schlussfolgerung. Und zwar, was ihr hier seht, also die Auflistung aller Währungspaare, hier stehen jetzt 21 Stück. Sie stehen hier in der Reihenfolge der sozusagen, wer bewegt sich am weitesten? Also, was soll das heißen, wenn hier australischer Dollar, japanischer Yen die Hitliste anführt? Dann heißt das nichts anderes, dass dieses Währungspaar die überdurchschnittlich längsten, also größten Kursänderungen in der gleichen Zeiteinheit zurücklegt. Also machen wir es hier mal meinetwegen am Beispiel von 100 Stunden. Das Ganze hier ist 100 Stunden. Dann sind das hier knapp 3% oder 2, 3%. Während das unterste hier, Euro-Britisches Pfund, nur gerade mal 1% weit kommt. Das Ganze ist hier jetzt in Prozent. Auch eine interessante Schlussfolgerung. Wer also jetzt Kursbewegungen handelt, sollte vielleicht die Finger weglassen von Euro-Britischem Pfund. Da passiert ohnehin nichts nach dieser Auftragung. Britisches Pfund hat mich selber hier überrascht. Der nächste in der Hitliste, also in der unteren Hitliste, ist Euro-Schweizer Franken. Nee, der hat mich überhaupt nicht überrascht. Das ist so ein Währungspaar, der tut sich eigentlich eh nichts.
Und genau das zeigt auch hier diese Auftragung. Die ist übrigens sehr langfristig, also sie geht über mehr als 10 Jahre, ist die Analyse gemacht, also die Mittelwerte gebildet, um zu dieser Auftragung zu kommen. Und ihr seht hier also, wer große Kursänderungen möchte, prozentual, der trade australischen Dollar, japanischem Yen, kanadischer Dollar, japanischer Yen und so weiter. Also genau entlang dieser Reihenfolge. Und sowas wie Euro-US-Dollar ist hier eher im Mittelfeld, auch schon eher auf der unteren Seite. Dann doch lieber Euro-japanischer Yen, wenn man mal den Euro dann doch unbedingt dabei haben möchte. Euro-US-Dollar, japanischer Yen, nicht ganz so geeignet. All das, auch deswegen Angebot, die Zahlen hier auch zu kriegen, stehen hier oben auch noch in der Tabellenform natürlich drüber, kann mir unwahrscheinlich helfen, auch für das diskretionäre Traden in der Auswahl meines jeweiligen Underlyings für den nächsten Trade, den ich denn hier eingehen möchte. Also, und gleichzeitig übrigens leider eine sehr gute Bestätigung des Wurzel-T-Verhaltens. Aber das kennen wir mittlerweile schon. Aber wir wissen auch, es gibt immer wieder von Zeit zu Zeit Abweichungen. Und wir hatten letztens schon sowas, das waren die Power Candles. Wir machen auch im nächsten Webinar, was kommt, geht es um Mean Reversion Ansätze. Die sind ebenfalls eine Abweichung von der Zufälligkeit. Und die größeren langfristigen Trends übrigens sind ebenfalls eine Abweichung von genau dieser Zufälligkeit, die wir hätten, wenn der Exponent perfekt 0,5 wäre. Aber ist er zum Glück nicht. Und nicht perfekt, also haben wir weiterhin unsere Chance als Trader. Das war ein bisschen so auch zur Einführung, um zu sagen, hey, was können wir an der Börse sehen? Aber noch ein Kapitel hinterher. Ich will nämlich auch da noch ein bisschen auf dem rennenden Wok und dass wir mal unser Auge ein bisschen schulen für das, was denn so möglich ist. Hier steht jetzt Euro-US-Dollar unten, gibt sogar jetzt eine Zeitachse. Und wer jetzt gleich als nächstes das Ganze mit dem echten Chart vergleicht, wird sicherlich die ein oder andere Abweichung feststellen, weil das Ganze ist komplett simuliert. Was habe ich hier gemacht? Ich habe hier tatsächlich den Kursverlauf im Rechner erstellt. Natürlich habe ich keine Ahnung von irgendwelchen Orders und wie die Preise waren und sonst was. Nee, ich habe hier einfach den Random Walk gemacht. Ich will hier auf was ganz anderes hinaus. Gucken wir mal kurz, ich zeige euch gleich nochmal genauer, wie das Bild entsteht und was dann passiert. Gucken wir mal hier drauf. Und ihr könnt mir einfach mal glauben, dass das, was ihr hier seht, ein kompletter Zufallskurs ist. Komplett willkürlich gewürfelt. Ich habe nichts anderes gemacht, als jedes Mal zu fragen, mache ich einen Schritt nach vorne und einen Schritt zurück. Und genauso ist hier dieser Kurs entstanden. Wenn man jetzt aber mit dem bloßen Auge auf diesen Chart guckt, und wir alle haben schon viele Charts gesehen, macht natürlich hier instantan alles Mögliche. Wir malen Widerstandslinien ein, wir würden Trendkanäle einmalen, wir würden Aufwärtstrends, Abwärtstrends, oszillatorisches Verhalten. Wir haben die ganze Bandbreite, mit der wir hier sofort anfangen, das Ganze zu beschreiben. Und hier an der Stelle zumindest muss ich natürlich dann schwer enttäuschen. Das ist natürlich alles Humbug für diesen Kurs, der hier in diesem Chart ist. Der hat keine Widerstandslinien und nichts. Er ist ja komplett simuliert. Und um das mal nochmal ein bisschen mehr zu erläutern. Und wie sehr unser Auge mit all dem, was wir über Charttechnik gelernt haben, getrimmt ist, jeweils in den Charts genau solche Muster zu erkennen. Hier wieder ein gewürfelter Kurs. Und keine Frage, hier am Ende der total geniale Aufwärtstrend. Wer würde da nicht gerne long mit einsteigen? In dem Fall Zufall. Hier oben kurz, wie es gemacht. Hier wird eine Zahl gemacht, die ist zufällig, die wird im Rechner produziert als Zufallszahl zwischen 0 und 1. Und immer wenn die Zahl kleiner ist als 0,5, dann habe ich gesagt, der Kurs geht um 0,01 nach unten. Und immer wenn die Zahl größer ist als 0,5, dann geht der Kurs hier um 0,01 nach oben. Und so sieht er jetzt aus. Und wenn ich jetzt einmal F9 drücke, kriegen wir 9.
zufällig erzeugten Verlauf. Dass das irgendwie doch so aussieht wie unsere Börsenkurse, sind wir uns wahrscheinlich schnell einig. Dass aber hier mindestens in dem Börsenkurs, den ich jetzt hier simuliert habe, diese gesamte Sprache von Trend, Widerstand, Unterstützung absolut nichts zu suchen hat, sind wir uns wahrscheinlich auch sofort einig. Warum zeige ich das? Ich mahne an der Stelle immer gerne ein bisschen zur Vorsicht. Ich sage nicht im Umkehrschluss, dass automatisch die komplette Charttechnik das für die Tonne ist. Das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, wie leicht man auch diese Eindrücke auch so erzeugen kann. Ich tendiere zwar, das sei ehrlicherweise erwähnt, dazu, dass ich in solchen Widerstandslinien, Wimpeln und sonst was, was man alles reinmalen kann, nicht viel Bedeutung beimesse. Aber das, was ich hier zeige, ist wiederum nicht der Beweis, dass es nicht geht. Das stimmt nämlich nicht. So rum kann ich meinen Beweis nicht aufziehen. Also es kann durchaus sein, dass sie absolut hilfreich und ihre Berechtigung haben. Also ich kann den Widerspruch nicht zeigen. Ich kann nur eins zeigen. Jedes Mal, wenn ich hier neu meinen Kursverlauf würfel, finde ich ein komplett neues Verhalten, was ich zwar sehr schön wieder in der Sprache der Charttechnik beschreiben kann, ich aber gleichzeitig wieder weiß, es hat nichts mit Charttechnik zu tun. Und das Herrliche ist, ich werde euch gleich in weniger als 5 Minuten nahezu dasselbe Excel-Sheet ein zweites Mal zeigen. Nur dann machen wir was komplett anderes damit. Aber wieder was sehr Sinnvolles, weil Kurse zu simulieren geht natürlich so ganz und gar nicht. Soll aber mal das Auge sensibilisieren, was hier so alles Mögliche passieren kann. Und das wollte ich hier einfach mal zeigen. Ist immer ganz spaßig, das sich hier vor Augen zu führen. So, jetzt muss ich mal kurz in die Fragen schauen. Ändert sich die Reihenfolge, wenn man nur Daten der letzten 5 Jahre anstatt der letzten 10 Jahre nimmt? Also es bezieht sich auf diese mittlere Kursbewegung versus Time. Ich kann die Antworten nicht hundertprozentig jetzt geben im Sinne von, ich weiß es tatsächlich. Die Tendenz sagt mir, der Unterschied wird in der Regel so bleiben, wie er ist, also egal welche Zeitebene ich nehme. Fakt ist aber natürlich auch, nehme ich irgendwann nur noch einen Monat oder nehme ich nur noch einen sehr kurzen Zeitraum, dann wird sie sich auf jeden Fall ändern. Also die Hitliste, wer oben und wer unten liegt. Das auf jeden Fall. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich kann mal, vielleicht kriege ich es mal auf die Schnelle hin, dass ich nochmal eine Auswertung mache über einen anderen selektiv, also nicht die letzten 10 Jahre, sondern nur die letzten 5 Jahre. Und dann kann ich es auch wirklich ganz eins zu eins zeigen. Aber meine Intuition sagt mir, da wird es keine großen Unterschiede geben. Dann komplett andere Frage, nehme ich aber auch mal gerne hier mit zwischendurch rein. Ist JFD Brokers Market Maker? Nein, zu 100% nein. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Also JFD Brokers ist kein Market Maker und ich kann sogar dabei sagen, sonst würde ich hier die Webinare so in der Form, in der Häufigkeit gar nicht machen, weil für mich ist es eine Bedingung, dass ich mit einem absolut fairen Broker zusammenarbeite. Das sage ich jetzt in der Tat nicht, weil ich mit dem zusammenarbeite. Doch, ich sage es, weil ich mit dem zusammenarbeite, weil es ist für mich wirklich wichtig. Was ich möchte, ist die absolute Fairness. Und die Fairness erreiche ich nur dann, wenn nie ein Interessenskonflikt generiert wird. Und sobald ich beim Market Maker trade, habe ich automatisch auf der Gegenseite, nämlich beim Broker, ein Interessenskonflikt, weil für den Broker ist es dann immer schön, wenn ich ein Minus mache. Und diesen Interessenskonflikt hat ein Broker wie JFD, ein sogenannter STP-ECN Brokers Trade, oh, through, straight through, ja, jetzt kriege ich gerade die einzelnen Buchstaben nicht mehr hin, sei es drum. Also er wird komplett durchgereicht, jeder einzelne Trade an den Liquiditätspool und das muss auch so sein. Können wir auch nochmal vertiefen. Es kommt noch die nächste Frage. Wer ist der Market Maker von JFD? Also JFD hat keinen Market Maker, sondern JFD hängt an einem Liquiditätspool. Der Liquiditätspool wird wiederum gebildet von in Summe
16 großen Banken. Nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Also der Gegenpart zu jeder Euro-Order ist immer einer von Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs und so weiter und so fort. Also euer Gegenpart ist immer einer von diesen Banken. Und wer? Der den besten Preis für eure Order macht. Das ist euer Gegenpart. Und diese Vermittlung findet in diesem sogenannten Liquiditätspool statt. Und deswegen gibt es an der Stelle keinen Market Maker, sondern immer nur eine Gegenseite der Order. Und das ist halt, wie gesagt, einer von diesen 16 oder ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf. Steht aber auf der Website von JFD, von diesen Banken. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs noch in Market Maker und na, was da alles für Sachen gemacht werden. Aber spielt für uns hier keine Rolle. Wir haben keinen Market Maker, mit dem wir uns hier zu tun haben. Und das ist auch verdammt, verdammt gut so. Gut. Wobei es nicht unbedingt heißt, dass jeder Market Maker schlecht ist. Das will ich damit nicht sagen. Nur ich will sagen, der hat einen Interessenskonflikt. Und den, wenn man sich den durchdenkt, der ist eigentlich schwierig zu handeln. Aber brauche ich mich nicht drum kümmern. Ich habe ihn nicht. Und meine Gegenseite, sprich JFD, hat ihn auch nicht. Jetzt habe ich gesagt, das, was wir hier gerade die ganze Zeit machen, wenn wir diese random walk-artigen Bewegungen uns angucken von Börsenkursen und dann auch die kleinen Abweichungen feststellen, was wir vorhin in dem Exponenten gesehen haben, dass wir sowas Ähnliches auch mit unseren Trading-Accounts machen können. Eigentlich sind Trading-Accounts auch nur Ausdruck einer Abfolge von vielen, vielen Trades. Und wenn ich jetzt sage, viele Trades, dann meine ich es auch so. Ich würde mir nie im Leben anmaßen, irgendeinen Trading-Account auf dieser Welt zu beurteilen, nachdem ich 10 Trades gesehen habe. Egal, wie die sind. Und wenn es 10 Hammer-Trades sind, die einfach nur super sind und das Konto nach Norden schießen wie sonst was. Meine Meinung zu diesem Account wäre, keine Ahnung. Glückwunsch zu den 10 tollen Trades. Aber mehr auch nicht. Mehr würde man von mir nicht hören. Und ganz nüchtern, ich kann keine Aussage treffen nach 10 Trades. Selbst nach 100 Trades kann ich noch keine Aussage treffen. Ihr seht gleich auch sofort, warum und wie das zusammenhängt. Warum man so schwer Trading-Accounts kurzfristig beurteilen kann. Wir brauchen Statistik. Und Statistik ist sozusagen das Synonym für große Zahlen. Also große Zahlen heißt viel. Viele Events, viele Trades. Und erst dann können wir wirklich objektive Aussagen machen. Aber wie können wir das eigentlich tun? Wenn man auf seinen Trading-Account schaut, wird gerne, und das machen auch wahnsinnig viele Leute so gerne in irgendwelchen Facebook-Foren oder sonst wo im Internet, sie reden immer von ihrer Trefferquote. Und dann kommt, boah, ich habe eine Trading-Strategie, 90% Trefferquote. Absolut genial. Und dann schreibt irgendwann ein anderer, oh, meine Trefferquote ist 30%, aber ich habe einen super Trading-Account. Wer kann recht haben? Die Antwort, beide. Alles ist möglich. Die Trefferquote alleine sagt nämlich gar nichts. Es ist für mich tatsächlich ein leichtes, euch eine Trading-Strategie zu machen, die 90% Trefferquote hat und fürchterliche Verluste generiert in Summe und ebenfalls eine Strategie mit 20% Trefferquote, die deutlich besser dasteht. Ich sage nicht automatisch, dass sie immer der Gewinner ist, aber die Trefferquote alleine bringt halt nichts. Und das ist ebenfalls wahnsinnig wichtig, sich das immer wieder im Kopf zu vergegenwärtigen. Es wird erst dann zu einer Aussage, wenn wir neben der Trefferquote auch die anderen zwei Zahlen kennen. Wir müssen den mittleren Gewinn und wir müssen den mittleren Verlust der ganzen Trades kennen. Erst dann wird die Trefferquote aussagekräftig, nämlich halt in Kombination mit dem mittleren Gewinn und dem mittleren Verlust. Jetzt ahnt aber natürlich sofort, was los ist. Weil was nützt mir eine Trefferquote von 90%? Also ich mache in 90% der Fälle immer einen Gewinntrade. Wenn ich halt jedes Mal, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, 2 Cent gewinne, aber wenn ich denn verliere,
bei jedem 10. Trade immer gleich 1 Euro verliere, dann ist sofort klar, dass da nichts draus wird. Ich habe zwar eine super Trefferquote, aber wenn natürlich mein mittlerer Gewinn so winzig ist und mein mittlerer Verlust so riesig ist, dann wird da nichts draus. Die genaue Grenze lässt sich sehr leicht auch ableiten, wann aus dem Ganzen dann, ab welchem mittleren Verlust versus mittleren Gewinn das Ganze dann profitabel wird. Kommt gleich ohnehin auch nochmal im Excel-Sheet. Also wir merken uns, idealerweise haben wir es natürlich mit Trading-Accounts zu tun, die zum Beispiel nach festen Stop-Loss-Regeln arbeiten. Dann ist wahrscheinlich auch der mittlere Verlust immer derselbe. Selbst wenn jemand mehrere Strategien in einem Konto tradet und da auch unterschiedliche Regeln verwendet, in dem Moment, wo man das Ganze im Mittel darstellt, wird das Ganze wieder vollständig aussagekräftig. Das wollen wir mal uns ebenfalls anschauen. Und zwar, und ich sagte schon eingangs, das ist nahezu dasselbe Excel-Sheet. Und in der Tat, schon wenn ihr nur das Excel-Sheet seht, werdet ihr relativ schnell erkennen, eigentlich hat er hier nur das Ganze in ein anderes Gesicht gegeben. Stimmt, ich habe, was vorhin die Kursbewegung war, habe ich jetzt noch mit einem Risiko multipliziert und hier in meinem Fall einfach 10 Euro. Und habe jetzt zunächst mal in der Ausgangsdarstellung gesagt, okay, mein mittlerer Gewinn ist meinetwegen ein R und mein mittlerer Verlust ist minus ein R. Und dann habe ich hier mal eine angenommene Trefferquote von 50%, ein Risiko von 10 Euro pro Trade. Und deswegen habe ich dann hier eine Equity-Kurve, die bei 1000 Euro einfach startet und dann runtergeht. Jetzt hätte ich natürlich vorher fragen können, hey, wie ist denn eigentlich der Erwartungswert dieser ganzen Strategie, die 50% Trefferquote hat und bei der mittlerer Verlust gleich mittlerer Gewinn ist? Die Frage hätte ich einfach A stellen können, B, die Antwort steht allerdings auch schon hier im Excel-Sheet und C, weiß ich, dass ihr eh alle die richtige Antwort gebt und sagt null. Natürlich, wenn ich 50% Trefferquote habe bei einem mittleren Gewinn von 1 und einem Verlust von minus 1, ist nichts zu machen mit dieser Strategie. Also on the long run passiert da nichts. Deswegen ist der Erwartungswert hier pro Trade 0 Euro. Also sollte selbst nach 1000 Trades, ich eigentlich immer noch bei 1000 Euro sein. Steht ja aber nicht. In meinem Fall habe ich jetzt 1000 Trades gemacht. Wohlgemerkt mit einer Strategie, die schon den Erwartungswert 0 hat. Und trotzdem ist mein Account selbst nach 1000 Trades rund 300 Euro im Minus. Ich würfle einfach mal neu. Aha, diesmal bin ich da oben. Und so können wir hier uns durchscrollen. Alles ist möglich. Das hätte ja vielleicht noch jeder so geglaubt. Jetzt sind wir aber mal dabei und ändern mal hier unsere Spielregeln und sagen, okay, wir haben vielleicht eine Trefferquote von 53%. Okay, prima. Jetzt sieht die Sache natürlich schon anders aus. Jetzt ist mein Erwartungswert pro Trade mit diesen Einstellungen von 60 Cent. Das ist übrigens der Grund für eine andere Aussage, die man von mir auch immer wieder hören wird, ist, dass ich sage, Traden ist das Geschäft der kleinen Zahlen, nicht der großen. Das hier könnte ein schöner Trading-Account sein, der mir schon direkt gefallen würde. Ich weiß, ich habe einen Erwartungswert von 60 Cent pro Trade und nach 1000 Trades habe ich dann in der Tat mein Konto von 1000 Euro auf 1600 Euro hochgetradet. Soweit, so gut. Wahrscheinlich sagt jeder, prima, genau die Strategie will ich auch. Ich habe es natürlich hier im Moment einfach, weil ich alles im Excel machen kann. Das nenne ich dann übrigens immer gerne Excel-Gymnastik. Aber jetzt kommt natürlich manchmal die Überraschung. Nehmen wir mal an, das ist unsere Trading-Strategie. Was wäre denn dann doch so möglich? Ich drücke einfach mal wieder F9. Okay, jetzt habe ich 1000 Trades gemacht. Ich habe eigentlich eine super Strategie, die sollte mein Konto von 1000 auf 1600 Euro hochtraden. Mit 1000 Trades. Nichts ist aber passiert. Nach 1000 Trades bin ich eigentlich immer noch an meinem Ausgangspunkt.
Nochmal gewürfelt. Diesmal ist alles im grünen Bereich. So wünschen wir uns das. Ich versuche mal, ich muss mal ein paar Mal noch würfeln, weil ich will euch mal noch. Ah, nehmen wir mal den hier. Stellen wir uns mal genauer vor, das wäre unser Trading-Account. Jetzt gehen wir mal gedanklich und durchleben den mal wirklich. Durchleben heißt, wir starten hier. Wir machen die ersten 50 Trades. Ah, läuft alles prima. Sind bei ungefähr 1200 Euro. Alles im grünen Bereich. Jetzt machen die nächsten 50 Trades. Leider sind wir jetzt im Minus. Wahrscheinlich fangen wir jetzt langsam an zu verzweifeln. Wieder geht es ein bisschen hoch mit den nächsten 50 Trades. Und dann wieder runter. Bin mal so fair und sage, jetzt haben wir 400 Trades gemacht. Wir sind also jetzt genau da, wo jetzt mein Cursor steht. 400 Trades. Wer würde jetzt nicht langsam verzweifeln und sagen, oh Mann, ist denn meine Strategie wirklich so toll? Sie hat doch eigentlich einen Erwartungswert von 60 Cent pro Trade. Also hätte ich doch nach 400 Trades mit 240 Euro im Plus liegen sollen. Was habe ich? Nix. Nix verdient. Und was ist die Antwort? Setz Statistik. Also, das, was ihr hier seht, ist völlig normal. Nicht bitte den Umkehrschluss ziehen. Ich mache hier nicht die Durchhalteparolen, wenn es mal nach unten geht. Darauf will ich jetzt nicht hinaus. Ich will aber euch dafür sensibilisieren, dass wer wirklich tradet und viele Trades angeht und viele, viele, ihr seht, dass selbst 1000 hier immer noch gar nicht so viel ist. Wenn man mal sieht, was hier für Unterschiede entstehen nach 1000 Trades jedes Mal, wenn ich hier F9 drücke. Das ist schon gewaltig. Traden ist das Geschäft des kleinen Geldes. Es ist die Summation dieser vielen, vielen Trades. Natürlich weiß auch ich, dass die Welt anders aussieht, wenn ich jetzt hier mal den mittleren Gewinn auf 2 setze und die Trefferquote noch da oben lasse. Und selbst wenn ich die Trefferquote jetzt auf 0,4 nehme, dann haben wir immerhin schon einen Erwartungswert von 2 Euro pro Trade und sollten eigentlich nach 1000 Trades bei 3000 Euro sein. Trotzdem ist es auch hier jetzt mal, eigentlich bin ich dankbar für dieses Beispiel. Wir haben jetzt also eine noch viel profitablere Strategie und trotzdem haben wir nach 200 Trades immer noch ein knappes Minus in unserem Konto. Also, ich wiederhole ganz bewusst nochmal, das heißt jetzt nicht, wenn euer Konto nach unten geht, tradet einfach munter unbedingt drauf los und sagt, hey, Stefan ist schuld, er hat mir was hier von Statistik gezeigt. Nee, nee, das ist nicht die Aussage, die hier steht. Die Aussage, die hier steht, versucht das mal zu simulieren, was ihr habt. Nehmt euch mal einen Trading-Account von euch. Diese drei Zahlen habt ihr in 0, nix bestimmt. Mittlerer Gewinn, mittlerer Verlust, eure Trefferquote. Und dann nehmt euch zum Beispiel dieses Excel-Sheet und tragt einfach mal die Zahlen ein. Und ihr habt auch jetzt hier könnte ich noch im Nachhinein die Gebühren sogar noch anwenden. Wäre auch gar kein Problem. Wenn ihr mal jetzt wirklich eure eigenen Trades nehmt, dann sind ja die Gebühren ohnehin mit drin. Also ist beides möglich, wie man dieses Excel-Sheet hier bedient. Es ist nur wahnsinnig interessant, sich mal anzugucken, und das wäre schon mal ein bisschen hier seine eigene Statistik hat, um dann mal zu fragen, was ist denn hier mein Erwartungsbereich? Also, wenn ich hier mal mehrmals drücke, was kommt denn da so immer typischerweise raus? Ich mache die mal eben wieder ein bisschen schlechter, damit das eben nicht rausgeht. Ich habe jetzt hier nochmal 1 € Gebühren mit veranschlagt pro Trade. Und dann seht ihr, es wird schon wieder ziemlich wackelig. Also ich drücke bewusst jetzt hier gerade so oft mal drauf, dass man dann mal sieht, was denn da möglich ist. Wer das Ganze noch ein bisschen ausführlicher angehen will, ich will es mal einmal gezeigt haben, also auch das kein Problem. Kann ich auch gerne mitteilen. Das Ganze, was wir hier gerade machen, nennt man übrigens die Methode Bootstrapping. Das ist eine Methode, mit der man überhaupt sowas sich anschaut. Und jetzt wird es hier halt wirklich, wirklich richtig bunt. Und ich habe, was ist hier eigentlich zu sehen? Naja, hier sind einfach 100 Equity-Kurven zu sehen, die alle derselben Statistik folgen. Also die steht, ihr kennt mittlerweile die Sprache. Hier oben links steht sie. Das ist so eine typische Trendfolgestrategie. Die haben immer schlechte Trefferquoten, aber einen höheren mittleren Gewinn als deutlich höheren als einen mittleren Verlust. Und bei 25% wäre jetzt hier der Erwartungswert 0. Aber ihr seht, an sich, ihr wisst sofort, die Strategie ist profitabel.
Aber meine 100 verschiedenen Equity-Kurven machen hier einen ziemlich breiten Bereich aus. Und in diesem Bereich wird sich auch wahrscheinlich mein Konto bewegen. Und das hier immerhin nach 1000 Trades. Dass das Ganze sozusagen schmaler, schöner wird, wenn ich jetzt hier die Trefferquote noch weiter anhebe, keine Frage, ne? Dann wird das Ganze so ein schon immer mehr Korridor-ähnliches Gebilde. Aber genau das muss ich auch in meinem Kopf behalten, wenn ich über meinen Trading-Account nachdenke. Er ist nichts anderes als die Addition meiner ganzen historischen Trades. Klingt so wahnsinnig trivial. Ist es ja auch. Aber in der Konsequenz heißt ja auch immer für mich, jeder Einzeltrade, den bezeichne ich ohnehin als zufällig. Ich kann bei dem nächsten Trade, den ich eingehe, nicht sagen, der wird ein Gewinner oder der wird ein Verlierer. Wäre schön, wenn ich es könnte. Dann würde ich ja den Verlierer-Trade jetzt gar nicht eingehen. Wäre ja sehr einfach in der Konsequenz. Also ist der nächste Trade an sich in seinem Ausgang völlig unklar. Jeder, der da was anderes behauptet, dem glaube ich einfach da an der Stelle sicherlich nicht. Also können wir nur statistische Aussagen treffen. Und diese statistischen Aussagen sind genau das, was wir hier sehen. Und diese Methode, sich gleichzeitig mal von einer Statistik zum Beispiel 100 verschiedene Equity anzuschauen, das ist halt richtig interessant. Daraus kann man dann übrigens noch eine andere Größe ableiten, aber das machen wir mal irgendwann in einem anderen Webinar, nämlich das sogenannte Risk of Ruin. Also, wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich mich ruiniere mit meinem Trading-Ansatz? Lässt sich dann ebenfalls recht gut ableiten. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen in die Fragen gucken. Ihre statistischen Auswirkungen sind sehr interessant, aber die Kursbewegung ausschließlich auf Zufall zu beschreiben, Kursbewegungen werden jedoch durch die Marktteilnehmer gemacht. Ich denke, mehr oder weniger geht der Kurs zufällig in eine Richtung, die dann durch die draufspringenden Marktteilnehmer beeinflusst werden, beziehungsweise durch den Interbankenhandel, die Kurse weniger interessieren, Fragezeichen, Ausrufezeichen jeweils dahinter. Teile ich genau, wie es da steht. Gar keine Frage. Natürlich wird, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, auf der ersten Folie, hey, kann irgendwas hier im Zufall sein, wo doch da einfach nur Angebot und Nachfrage den Preis entstehen lassen? Eigentlich doch überhaupt nicht. Von der Logik her sind wir uns da sofort einig. Wenn ich aber mir den Kurs, die Kursbewegung einfach mal mit den normalen statistischen Methoden anschaue, muss ich feststellen, dass es ganz schön nah am Zufall ist. Begründung hin oder her. Das eine ist eine reine beschreibende Sache. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Das Gute ist, ich erkenne ja auch statistisch bereits schon Abweichungen von dieser Zufälligkeit. Und das ist natürlich gut. Oh, jetzt kommt noch mal eine ganz andere Frage. Handelszeiten von Forex-Paaren bei JFD von Sonntag 11 Uhr Central Eastern Time bis Freitag 10 Central Eastern Time. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich glaube, also ich will mich jetzt mit dem Central Eastern Time nicht festlegen, aber ich bleib mal hier in der Sprache mitteleuropäische Zeit, Sommerzeit aktuell, also so wie sie jetzt hier in Deutschland gilt. Dann geht der Handel bis 11 Uhr am Freitag. Und wann er am Sonntagabend startet, muss ich jetzt gestehen, habe ich jetzt nicht im Kopf. 10 Uhr oder 11 Uhr? Sorry. Okay, kommt nur ein Hinweis. CET ist genau MEZ. Okay. Aber ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß die Antwort nicht. Aber machen wir mal eben, nehmen wir das mal eben als Beispiel. Kann man ganz schnell rausfinden. Spezifikation, Handelszeiten. Sonntag um 10 Uhr fängt es an, aber das hier ist im Moment, das ist Englandzeit und die Englandzeit heißt, 23 Uhr am Sonntag beginnt der Handel und am Freitag geht er bis 23 Uhr. Also genau 2 Minuten davor. Also ihr seht gerade, was ich gemacht habe. Ich habe einfach die Kontraktspezifikation mir hier angeschaut und natürlich muss man sehen, die Broker Time von JFD, die ist jetzt gleich, haben wir 19 Uhr, 20 Uhr hier als normale Zeit,
eine Stunde, also Zeitverschiebung, und da haben wir dann die Ableitung zu den Handelszeiten. Genau. Da kommt noch mal eine Frage. Ich nenne das Ganze immer Monte-Carlo-Simulation, also natürlich jetzt nicht die Kontraktspezifikation. Ja, kann man das auch nennen, Monte-Carlo-Simulation. Monte-Carlo-Simulation wird noch viel allgemeiner verwendet, deswegen nehme ich persönlich den Begriff nicht so gerne, weil der so verwässert ist. Also der hat es irgendwie geschafft, in alles Mögliche reinzugehen, und deswegen benutze ich genau Monte-Carlo nicht, weil das nicht ganz so sauber, aus meiner Sicht zumindest, definiert ist. Jetzt, das ist nochmal sehr interessant, was jetzt kommt. Also, kann ich einen Trade auf Zufallsbasis eröffnen, short oder long, ist dann egal, und einen definierten, für immer festgelegten, weiten SL und TP mit CRV von mindestens 2 zu einsetzen und bin auf Dauer profitabel? Fragezeichen. Das Fragezeichen ist wichtig. Natürlich geht's nicht. Also, direkte Antwort und ganz schnell vorneweg, nee, geht nicht. Nochmal, das war nur so ein Nebensatz bei mir. Der Zufall lässt sich nicht überlisten. Und nur dadurch, dass ich mein CRV meinetwegen auf 2 zu 1, 1 zu 2, 8 zu 10 irgendwas setze, habe ich noch nicht den Zufall überlistet. Ihr werdet feststellen, eure Trefferquote geht automatisch natürlich in die andere Richtung. Und nur mit dem anvisierten, also ihr benutzt, jetzt muss man nämlich aufpassen, wir benutzen für den einzelnen Trade die Sprache CRV. Bin ich voll dabei. Das heißt aber nicht, dass meine Trefferquote sich genau auch so einstellt. Also genau das heißt es leider nicht. Die Trefferquote ist ja sozusagen das Resultat des Trades und keine einstellbare Größe. Hier in meinem Excel-Sheet ist sie natürlich einstellbar. Aber deswegen ist es auch halt nur Excel-Gymnastik und kein Trading-Account. Man kann trotzdem aus Betrachtungen zu CRV und Trading-Ansätze allgemeine Schlussfolgerungen ziehen. Die fallen bei mir ja auch mal zwischendurch. Zum Beispiel die, dass wer trendfolgend arbeiten will, braucht CRVs, die eher typischerweise so sind wie 3 zu 1. Wer auf einen Trend setzt und da rein möchte, wird häufig falsch liegen. Damit es jetzt überhaupt profitabel werden kann, nicht wird, kann, brauchen wir natürlich dann ein hohes CRV. Schließlich und endlich, jetzt in meinem Beispiel bräuchten wir halt von 3 zu 1 bräuchten wir noch eine Trefferquote, die dann schließlich und endlich doch etwas über 25% liegt. Dann sind wir dabei. Dann haben wir es profitabel. Schaffen wir zum Beispiel genau die 25? Schade, jetzt kommen ja noch die Gebühren. Reicht noch nicht. Also, CRV des Trades kann ich einstellen. Die Trefferquote nicht. Und deswegen kann ich allein damit, also indem ich jetzt zufällig in einen Trade reingehe, also ich mag die Frage sehr, einfach nur weil ich zufällig in einen Trade reingehe, long short, nur über die Trefferquote kann ich nicht meinen Account in den Gewinn bringen. Leider nicht. Ich mache mir mal die Mühe, ich werde in einem der nächsten Webinare, werde ich das mal wirklich simulieren. Das heißt, ich werde euch hier online Equity-Kurven für solch gestellte Fragen generieren. Dadurch, dass das, was bei mir hier auch die Handelsstrategien ausmacht, in sogenannten C-Programmen programmiert ist, geht das in unwahrscheinlich kurzer Zeit, selbst auf M5-Basis mit Millionen von Datensätzen, mal eben Equity-Kurven zu generieren. Also, kann ich mal ein bisschen vorführen, aber danke auch nochmal für die Frage. Jetzt merke ich natürlich, mir rennt hier die Zeit davon. Hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt doch mit dem Thema so viel noch verbringe. Aber die Fragen zeigen auch nochmal euer Interesse. Ich bin aber auch bei der Zusammenfassung. Die Zusammenfassung habe ich schon im Wesentlichen gegeben. Börse und Statistik. Wir haben leider, das leider meine ich sehr ernst, sehr viele Gemeinsamkeiten. Es ist nämlich ein Grund, warum wir uns an der Börse auch so schwer tun. Halt, weil diese Zufälligkeit sich nicht überlisten lässt und uns in vielen Trade-Situationen
halt behindert. Es ist leider so, aber wir finden ja zum Glück auch die Abweichungen. Wir sehen, dass also der Random Walk, Börsenkurse und Random Walk sehr nah beieinander liegen. Aber genau das wiederum die Abweichungen vom Random Walk auch unsere Trading-Chancen sind. Beispiel Power Candles hatten wir im letzten Webinar. Und auch, dass wir unsere Trading-Accounts tatsächlich so beschreiben können, mit diesen einfachen statistischen Grundzügen, ist sehr hilfreich, weil sie schafft uns ein Gefühl für unsere eigenen Erwartungswerte. Und das jetzt nicht nur in so einer einzelnen Zahl wie der Erwartungswert des Trades ist nachher 60 Cent. Nee, sich das Ganze auch mal zu visualisieren, also wirklich mal zu zeigen, hey, so sieht's aus. So könnte ein Account mit dieser Trefferquote und diesem mittleren Gewinn und diesem mittleren Verlust aussehen. Immer mit dem Hinweis, Trefferquote kann ich leider nicht vorgeben. CRVs des Trades kann ich natürlich vorgeben, aber leider nicht die Trefferquote. Trefferquote überhaupt in Kombination mit mittlerem Verlust und mittlerem Gewinn sind wirklich zwei, sind drei Zahlen, die dann richtig eine Trading-Strategie, einen Account super gut beschreiben und damit auch schon einige Einblicke liefern. Erst recht, wenn man es dann in dieser Bootstrapping-Methode oder Monte Carlo meinetwegen auch, dann sich anschaut und sich mal so ein Universum von möglichen Equity-Kurven mal plottet, weil dann sieht man, wo es wirklich lang gehen kann. Wie immer, ihr seht nochmal hier meine E-Mail-Adresse s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Mein Nachname ja mal etwas kompliziert. Folien könntet ihr euch aber auch schon runterladen und ansonsten schneller Screenshot oder im Zweifelsfall einfach einen Support von JFD schreiben. Da die Jungs und Mädels da helfen euch auf jeden Fall gerne und super kompetent weiter. Das weiß ich, die kenne ich auch selber. Auch persönlich und nee, da haben wir wirklich sehr gute Menschen, die sehr viel weiterhelfen können. Gilt übrigens auch für meine Kollegen, die auch andere Webinare hier halten. Da sind ebenfalls echte Brüller an Themen dabei, richtig gute Sachen. Auch weiter um Trading-Strategien, Ansätze, auch in den ganzen Morning-Briefings von meinetwegen Christian Kämmerer oder vom Jens Klatt. Wirklich tolle Beiträge, kann ich nur unterstützen. Also, so machen wir weiter und bis dann auch zum nächsten Webinar. Euch allen natürlich noch einen schönen Abend und hoffentlich bald wieder. Und wenn irgendwelche anderen Fragen sind, Excel-Sheet-Wünsche, weiß der Geier, irgend sowas, einfach eine schnelle E-Mail an mich und ich helfe gerne weiter. Macht's gut, ne? Tschö.